Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es was ganz Besonderes, denn wir machen ein Gewinnspiel. Und nicht nur irgendein Gewinnspiel, sondern ein Red Bull Spekt Gewinnspiel. Ich habe hier schon ein paar, beziehungsweise meine Exemplare, also die habe ich mir ausgewählt im Store. Ihr wisst ja, Red Bull Spekt ist ein offizieller Partner von mir und ich habe mir diese zwei Sonnenbrillen plus diese Motocross-Brille ausgewählt. Und ihr könnt jetzt alle drei gewinnen. Also nicht alle drei auf einmal, aber die einmal. Ziemlich geil. Die habe ich, glaube ich, am häufigsten auf. Das ist die schwarze. Zack, zack, zack. Steht mir auch sehr gut, oder? Ja. Das ist fresh. Fresh. Sören hier hinter der Kamera, ja. Grüße gehen raus. Dann einmal noch in der Farbe. Ist auch cool. Mir persönlich gefällt die schwarze besser. Und dann natürlich... Upsala. Die musst du jetzt auch mal aufsetzen. Die muss ich auch mal aufsetzen. So, die steht dir am besten. Ja, für mich. Die steht mir am besten. Das ist der David Boss, den ich mag. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist der David Boss, den man kennt. Die kriegt ihr natürlich ohne Fliegen auf dem Visier. Also ihr kriegt alles neu zugesendet. Was ihr dafür tun müsst, ich habe auch gerade einen Instagram-Post hochgeladen. Ihr müsst einmal Red Bull Spekt folgen und zwei Freunde in den Kommentaren markieren. Also eigentlich das, was wir immer machen. Aber ich finde das extrem geil, weil Red Bull ist halt einfach nochmal ein Riesenbrand, beziehungsweise Spekt steckt ja dahinter. Ja. Jetzt machen wir ein Reaction-Video und zwar reagieren wir auf den guten alten Quirly. Der hat nämlich gestern, glaube ich, ein Video hochgeladen. Das heißt, ziemlich aktuell. Ich freue mich drauf. Alles ist in der Beschreibung zum Gewinnspiel und wir legen jetzt los. 3 zu 1, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt am PC. Wir können loslegen mit dem Reaction-Video. Nicht wundern, denn im Hintergrund, ihr könnt es da sehen, wird gerade von dem Mattes und der Annika höchstpersönlich die 96 beklebt. Wie die aussehen wird, das könnt ihr bei Annika auf dem Kanal sehen, deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Ich weiß nicht, ob das Video bei ihr schon online geht, wenn das hier online geht, aber jetzt ist es auf jeden Fall ein Geheimnis, wie es aussehen wird. Aber ich kann euch, wirklich kann euch eins sagen, das Dekor sieht unfassbar sexy aus. So, wir gucken uns an, heute Out with Friends Quirly 2020. Vor 2 Tagen hochgeladen. Ja, nee, vor 3 sogar, am 19.09. Hat aber schon 159.000 Aufrufe. Ich bin hyped. Also, let's go. Kann ich mir vorstellen, dass die Garage steht vielleicht? Nee. So, sagen wir mal hier so, ich brauche das Display geschafft. Boah. Vorne, das Design ist so geil. Vorne von der, was ist eine KTM oder was, Quana? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Mal schauen. Das ist eine KTM. Ja, KTM EXC. Sieht so geil aus. Boah. Schwarz, Grau, Neon, Gelb. Was soll ich sagen? Es sind meine Farben. Ein bisschen weiter weg. Weiß einer von euch, wo die da waren? Weil ich finde die Location mega geil. Ist das in Slowenien oder Österreich? Wo genau ist das? Sieht so heftig aus. Schaut euch das mal an. Logic im Background. Gute Musikwahl. Oh. Alter Schwede. Also was ich jetzt schon mal sagen kann, ich bin der Überzeugung, das ist die heftigste Kulisse, die ich jemals in einem Quirly-Video gesehen habe. Mit den Bergen, der Straße. Oder? Jetzt mal, Freunde, fühlt ihr das? Ich will dahin. Die Lichtmaske auch mega geil, beziehungsweise der Scheinwerfer. Was für Karren, unfassbar, unfassbar. Okay. Jetzt kommt hoffentlich der Action-Part, ich bin gespannt. Ja,
Fun Fact, ich kann nach wie vor keinen Wheelie mit dem Fahrrad. Shame on me, aber es ist wirklich, ich bin da ehrlich, es ist eine Tatsache, nach wie vor. Boah, die Karre, geisteskrank, Junge, ich komme nicht drauf klar. Hat er da gefailt? Oder hat er es gesaved? Das sah schon ganz schön knapp aus, oder? Da, also, Freunde, mal wirklich Real Talk, das sieht schon ganz schön knapp aus. Boah. Also, wenn das safe war, Respekt. Wirklich Respekt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich sag, es war ein Fail. Sorry for that. Ein bisschen weit rausgekommen, aber nur ein bisschen. Geil. Also ohne Scheiß, jeder, der schon viele Wheelies in seinem Leben gemacht hat und die wirklich gut beherrscht, der fühlt diese Szene hundertprozentig. Wirklich. Also die fühle ich so hart. So hart. Wenn ein anderer Motorradfahrer kommt, man ist gerade im Wheelie und dann grüßt man noch. Geilstes Gefühl. An der Polizei einfach vorbeigewheelt. Niemals. Niemals. Und Freunde, kennt ihr das? Also es ist in Italien dann, obvious. Aber die Caba... Caba? Wie heißt das nochmal? Wird das ausgesprochen? Caba... Caba... Cabinieri? Caba... Cabinieri ist ein Minisalat. Jetzt haben wir es. Carabinieri. Carabinieri. Die sind wirklich hart. Also im Worst Case ziehen die wirklich euer Bike ein, dann ist es einfach weg. Die lassen es abschleppen, dann ist es weg. Wirklich. Kein Witz. Okay, Lifestyle-Part, we all know it. Ey Gott, diese Karre, ich komme nicht drauf klar. Wie kann ein Motorrad so geil aussehen? Boah. Wahnsinn. Das müsste Gardasee sein. Die Brücke kenne ich. Also nicht der Gardasee selbst, aber in der Nähe vom Gardasee. Geil, geil. Ist Milan noch hier? Nee. Nee? Ach, schade. Freunde, als ich mit Milan am Gardasee war, sind wir genau hier runtergefahren. Wer mir lange folgt, der weiß sogar, dass hier unten ein Foto entstanden ist. Richtig witzig. Wie klein die Welt doch ist.
Und die Strecken, boah. Super gefährlich, weil ihr habt natürlich auch Gegenverkehr und die sind super schmal, die Straßen. Aber wenn frei ist, da lang zu fahren, grandios, wirklich grandios. Seht ihr ja, eine Kurve nach der anderen, es hört nicht auf. Ihr denkt euch so, irgendwann muss doch mal ein Ende da sein, aber es geht immer weiter, weiter und weiter. Schöne TM, geiles Teil. Auch die Farbkombination, mega geil, mega. Oh! Also das sah schon nicht schlecht aus. Mein lieber Herr Quirly, das war ein sehr leckerer Drift, wirklich. Mein Kompliment. Wie geil war er denn bitte? Wie geil war er denn? Also kein Polizist, sondern einfach ein anderer Motorradfahrer mit seinem Klapphelm, mit seiner orange, neon-orangenen Warnhose. Sieht aus wie so ein Bauarbeiter. Wie geil. Feier ich übelst. Vollkommen random. Boah. Ey, was hab ich denn verpasst? Warum haben die alle so geile Karren? Das kann nicht sein. Geil. Sehr, sehr schön. Geiles Video. Also Daumen rauf von mir. Lasst ein bisschen Liebe da. Das Originalvideo ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr euch was gönnen wollt, dann schaut auch auf dem Grenzgänger-Shop einfach mal vorbei. Ja? Ein bisschen Liebe muss sein. An der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, die Reaktion gefallen hat, das Reaction-Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Macht beim Spekt, Red Bull Spekt Gewinnspiel mit. Nicht vergessen, auf Instagram ist der Post online. Und ich glaube, das Gewinnspiel läuft 3 Tage. Ja. Wir machen 3 Tage. 3 Tage ist gut. In dem Sinne, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!